2 geht in die nächste Runde. Wir wollen ein bisschen Abwechslung reinbringen und machen Jet Sprint plus Monster Truck. Beides jetzt nicht unbedingt die Disziplin, die uns am besten liegt. Aber im Jet Sprint sind wir schon ganz gut. Ja, schaut euch an. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, wir machen weiter mit Jet Sprint und zwar Colorado River Banks. Mal schauen, ob wir da was reißen. Genau, die Beute wurde an das HQ-Posteingang geschickt vom letzten Rennen, ganz klar. Da muss ich auch mal vorbeigucken, wer weiß, was da alles noch drin liegt. Ah, das kenne ich, das hier bin ich auch schon mal gefahren. Natürlich nicht zufriedenstellend, ihr seht's. Wir haben keine grüne Markierung, kein abgehacktes Rennen. Überall dieser blöde Elefant, ne? Keine Ahnung, was der zu bedeuten hat, ne? Der geht. Keine Ahnung. Da vorne ist die Startlinie. Das ist bestimmt wieder so ein Rennen, wo übel kurvig und unübersichtlich ist. So wie sie es gehört, komplett unübersichtlich. Okay, da geht's nach rechts. Ja, ich hab's ja gewusst, ne? Das ist wieder so ein komplett hirnrissiges Rennen, das Lebtag nicht auf dieser Welt gibt. Nirgendwo auf dieser Welt gibt es so ein Rennen in so einem felsigen, kurvigen Gebiet. Also das kann mir echt keiner erzählen. Und die Vorgabe, die Bretter wieder vorne weg, ne, ganz klar. Der kennt sich da aus. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal gefahren, diese Rennen. Ist jetzt nicht so, dass ich da keine Ahnung von hätte, aber das ist schon schwierig. Und genau wie, ja, ich sage ja, das so ein Rennen, wahrscheinlich ist das hier ein Trainingsgebiet für Superhelden. Die checken sowas wahrscheinlich komplett ab. Ich nicht. Weil ich ja gar nicht mal so schlecht fahre, ne? Wenn ich mal so schaue. Das war übel. Komm, und Gas, und Gas, und Gas. Und dann ist es schon vorbei, ne? Dann ist halt echt schon vorbei. Das ist wirklich bitter. Nur weil da eine Insel irgendwie mittendrin ist, die man aus Versehen rammt, auf der man strandet. Und dann da geht's weiter. Und da vorne. Okay. Da geht's links und da geht's auch, naja, geht's nach rechts. Alter, das ist eine Strecke. Das ist eine Strecke. Das gibt's doch den Lebtag nicht sowas. Aber okay, wir schlagen uns gut, noch schlagen wir uns gut. Und ein bisschen Turbo und da vorne geht's links. Und da geht's rechts. Okay, jetzt haben wir ein bisschen zu viel Speed. Da ist das Ziel. Okay. Das soll es eigentlich gewesen sein. 2,19 wir brauchen. Oh cool. 8 Sekunden. 8 Sekunden ist ja mal richtig fett. Nicht schlecht. Da sind die Performance-Teile. Die anderen sind ja im Hauptquartier. Die holen wir uns später. Da machen wir erstmal einen Cut, obwohl das rüsten wir jetzt noch aus. Wir haben jetzt hier das Getriebe und den Motorblock und Aktivitäten können wir uns Jet Sprint, da sind wir soweit durch. Alle anderen, da brauchen wir eine höhere Stufe. Naja. Ja, wir brauchen eine höhere Stufe. Monster Truck. Können wir nochmal eins probieren. Newport.
nur Würmer so einen Monster Truck rennen. Und dann gucken wir doch einfach mal, was so Sache ist. So, Fahrzeugwechsel. Genau. Wir brauchen schon die komplette Ansicht für unseren Monster Truck. Genau, zum Ford Raptor wechseln. Das vorhin war unser Hypercar gewesen. Den haben wir auch schon gute Rennen hinter uns gebracht. Und auch gewonnen. Ja, haben wir auch schon. Ein Hypercar-Rennen gewinnen ist ja jetzt auch nicht ohne. 12.000 Punkte. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Da haben wir schon 500. Da können wir fliegen. Und oh, ja, das alles hier einsammeln, das ist wirklich, ja, das wird nichts, ne? Diese ganzen Monster Truck Dinger, die sind echt völligst daneben. Jetzt soll ich wirklich mal eine Ansicht wählen, der ich wirklich gut fahren kann. Da hätten wir welche. Da oben sind, glaube ich, Tausender. Aber ja, Frontflip, das wird gar nichts. Da haben wir einen Tausender. Den haben wir auch nicht gekriegt. Da fliegen wir über den Kopf rum. Der hat auch nicht viel Speed. Der müsste ein bisschen mehr Power haben. Das wäre ganz cool. Und ja, kriegt man 12 Punkte für den Sprung. Das ist halt mal gar nichts, ne? Wenn man den Parcours hier so abfährt, dann ist das halt auch nichts. Da haben wir. Was sind wir hier? Ah ja. Da kann man reinfahren, cool. Da gibt es doch bestimmt irgendwas, oder? Oh, da haben wir einen Tausender gekriegt. Aber da jetzt hier einer. Ach schade, den zweiten haben wir nicht mehr gekriegt. Und wie gesagt, da jetzt groß drin rumeiern, kommen wir nicht rüber. Ja, das ist halt was für Leute, die echt Bock auf solche Parcours haben. Die finden das vielleicht cool, kommen zurecht, ich nicht. Überhaupt nicht. Das ist echt nicht meine Welt. Und wenn ich die Hälfte an Punkten kriege, dann ist das schon gut. Da nochmal die. Das muss doch irgendwie mit so einem richtig coolen. Ja, klasse. War jetzt auch nicht die Welt, ne? Wo wir hier richtig fett geflogen sind, würde ich mal sagen. Ja, man muss schon in die Loopings reingehen, um die 1000 abzuholen oder abzugreifen. Das andere. Das ist echt nicht meine Welt. Ich habe es nochmal probiert, ich habe dem Ganzen mal eine Chance gegeben hier. Mit dem Monster Truck Rennen, aber das ist echt nicht meine Welt. So, die letzten Sekunden. Und wir haben, ja, wir haben unsere 6000 Punkte, die Hälfte, die wir haben wollten, die haben wir erreicht. Und alles andere ist wieder der Elefant, überall ist dieser blöde Elefant, ne? Okay, dann soll es das mal gewesen sein. Hauptsache es gibt Kohle und es gibt Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Okay. Wir kehren zum freien Fahren zurück, ganz klar. Wir machen im nächsten Teil weiter. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Das war's schon wieder. Wir sind am Ende dieses Teils, aber es geht bald weiter mit dem nächsten Video von uns. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar oder abonniert uns, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Würde uns auf jeden Fall richtig freuen. Nun, viel Spaß mit unseren anderen Videos und viel Spaß auf unserem Kanal. Macht's gut!